Gestern haben wir uns schon ganz genau über die sogenannten klassischen Versionen der Boeing 777 unterhalten. Wir haben über die Beweggründe und Grundlagen für dieses Flugzeug gesprochen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was der amerikanische Flugzeugbauer nach der Jahrtausendwende noch alles aus diesem Flugzeugmodell rausgeholt hat. Also viel Spaß bei der 777 Teil Nummer 2. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen schon mal einen guten Start in die neue Woche. Gestern haben wir in dem Video schon sehr schnell gemerkt, dass Boeing es mit der 777 geschafft hatte, eine Strategie zu verfeinern, für die man mit der 767 schon eine wirklich solide Basis gelegt hatte. Und zwar die Strategie, Langstreckenflugzeuge nur mit zwei Triebwerken auf den Markt zu bringen. Das funktioniert durchaus. Und gerade auf dem Weg von der 777-200 durch ein erhöhtes Abfluggewicht zur 200ER, das Abfluggewicht hatte man dabei um fast 50 Tonnen erhöht auf etwa 300 Tonnen maximales Abfluggewicht. Spätestens diese Verbesserung machte aus dem Flugzeugmodell 777 eine Maschine mit höchst beeindruckenden Leistungswerten, die nicht zuletzt natürlich auch durch immer stärker werdende Triebwerke erstmal ermöglicht wurden. Und genau das ist auch wieder die Komponente, die hier für die weitere Entwicklung der Boeing 777 so entscheidend war. Etwas genauer, es waren die GE90 Triebwerke von General Electric. Ihr kennt ja den Spruch, nichts ist stärker als Liebe, außer ein GE90 115B-Triebwerk, und ja, den habe ich gestern schon ein paar Mal in den Kommentaren gelesen, da muss ja auch ein bisschen Wahrheit dran hängen. Man hatte mit der 777-200ER, mit der Extended Range Variante des Flugzeuges und der 777-300 ja schon durchaus vor der Jahrtausendwende gezeigt, dass man mit diesem Flugzeug mit zwei Triebwerken die Möglichkeit hat, einen alten Jumbo abzulösen, einen alten Jumbo zu ersetzen oder generell die alten Schlachtschiffe an Whitebodies von Boeing, Lockheed oder auch McDonnell Douglas zu ersetzen. Das ist mit diesen Flugzeugen mit einigen Einschränkungen schon durchaus möglich gewesen. Und natürlich, da geht jetzt noch eine ganze Menge mehr. Dazu mal ein kleiner Ausflug zur Boeing 747. Man hatte dort bereits mit der 747 Special Performance, mit der 747SP, ein sehr hübsches Flugzeug, damit hatte man einen sehr interessanten, aber durchaus auch nachvollziehbaren Ansatz verfolgt. Um die Performance des eigentlichen Flugzeuges zu verbessern, die Reichweite zu erhöhen, die Reisegeschwindigkeit zu erhöhen oder die Mindeststartbahn- bzw. Landebahnlänge zu verringern, schrumpfte man die Passagierkabine des Flugzeuges einfach mal ein ganzes Stück zusammen und ließ dabei aber Tragflächen und Triebwerke nahezu unangetastet, und so ließ sich relativ einfach unterm Strich die Leistungsfähigkeit des Flugzeuges erhöhen, und das sehr deutlich. Ihr ahnt es aber schon, der Nachteil liegt selbstverständlich auf der Hand. In die Maschine passen auch weniger Leute rein. Da sind einfach weniger Sitzplätze drin. Das heißt, die Kosten pro einzelnen Sitzplatz, die steigen natürlich massiv an. Ja, und mit der 777 hätte man jetzt selbstverständlich genau den gleichen Ansatz verfolgen können. Hätte man machen können, um die Performance des Flugzeuges massiv zu steigern. Man hätte es dann geschafft, wenn man von der 777-200ER ausgeht, das Flugzeug nochmal verkürzt, dann hätte man es geschafft, hier mit einem zweistrahligen Flugzeug die mittlerweile fast 20 Jahre alte vierstrahlige 747SP abzulösen. Aber auch hier an dieser Stelle in der Boeing 777-Entwicklung ging man nicht den vergleichsweise einfachen Weg über das Zusammenstauchen des Flugzeuges, daher gab es auch nie eine 777-100, obwohl man durchaus mal drüber nachgedacht hat und es schon bestimmte Konzepte für dieses Flugzeug gab, sondern stattdessen trieb man die Entwicklung immer stärkerer Triebwerke voran, genauso wie die Entwicklung einer immer weiter verbesserten Aerodynamik, sodass man das Flugzeug, das gute Flugzeug in der jetzt schon guten Größe als 777-200ER bzw. als 777-300 weiter verbessern konnte. Es wurden also die Weichen gestellt für verbesserte Varianten der jetzt schon gebauten Version der 777. Eventuell erinnert ihr euch noch an das gestrige Video, da haben wir ganz kurz mal eine Grenze, eine Mindestvoraussetzung angesprochen, die Boeing den Triebwerksherstellern als potenzielle Hersteller eines 777-Triebwerkes an die Hand gab, und das waren 340 kN. 340 kN Schub, die ein Triebwerk für die 777 minimal quasi liefern muss als maximalen Schub. Ihr versteht, was ich meine. So stark muss das Triebwerk für die 777 sein. So, und jetzt hat man nicht mal 10 Jahre später diese Grenze, ganz einfach mal, um die Leistungsfähigkeit des Flugzeuges wirklich garantieren zu können, auf 440 kN hochgelegt. Damit ist man jetzt ungefähr bei der 3,5-fachen Leistung eines handelsüblichen A320-Triebwerkes. Die beiden Hersteller Rolls-Royce und Pratt & Whitney waren aus dieser Geschichte relativ schnell raus, obwohl Rolls-Royce durchaus noch mit einem Entwurf um die Ecke kam, der aber für Boeing wohl nicht weiter interessant war. Auf jeden Fall ging man einen Vertrag mit General Electric ein, und das neue, überarbeitete GE90-Triebwerk, das war dann jetzt das exklusive Triebwerk für die neuen Varianten der Boeing 777. Erstes neues Modell, ausgestattet mit den neuen GE90 115B-Triebwerken. Ihr erinnert euch an den Spruch vom Anfang, war jetzt die neue 777-300ER.
Das GE90-Triebwerk, das da unter diesem Flugzeug hängt, ist bis heute das größte und stärkste Triebwerk in der zivilen Luftfahrt, wird aber bald abgelöst von dem Triebwerk der neuen 777X. Das nur mal so als Info, um sie im Hinterkopf zu behalten. Aber bis jetzt ist tatsächlich das GE90-115B-Triebwerk das größte und stärkste Triebwerk, was man aktuell so finden kann. Die Aufgabe der neuen 300ER war es jetzt also, die Länge und Größe der einstigen 300 mit der Reichweite der 777-200ER zu vereinen. Hat man auch in diesem Flugzeug geschafft. Die Maschine ist also ebenfalls knapp 74 Meter lang. Und ja, eine 777-300 bzw. 300ER ist ein klitzekleines Stück länger als ein Airbus A380. Und die Kombination aus einer verstärkten Struktur des Flugzeuges, einem damit weiter ansteigenden maximalen Abfluggewicht von jetzt 351 Tonnen bei der 777-300ER und den von General Electric gebauten über 510 kN starken Triebwerken, diese Kombination ermöglicht es jetzt, maximal 550 Passagiere in der 777 fast 14.000 Kilometer weit fliegen zu können. Das sind selbstverständlich 747 Größen und diesen Vergleich mit dem Jumbo, den sagen wir immer so nebendran. Aber das, was Boeing da jetzt auf den Markt geschmissen hatte und 2004 das erste Mal an eine Fluggesellschaft ausgeliefert hatte, das war der größte Konkurrent für den eigenen Jumbo, aus dem eigenen Haus. Eine bessere Alternative bzw. eventuell sogar einen besseren Ersatz für die damals ja noch nicht wirklich alte 747-400 gab es einfach nicht, bzw. auch heute sieht das nicht wirklich anders aus. Je nach Betreiber und Bestuhlung schaffte es so manche Airline auf dem Weg von der 747-400 zur 777-300ER die Kosten pro einzelnen Sitzplatz fast zu halbieren. Was ist das bitte für ein enormer Fortschritt? Die 777-300ER gab sich je nach Strecke mit etwas mehr als 20% weniger Sprit zufrieden als die 747-400. Wie gesagt, zu dieser Zeit, Anfang der 2000er Jahre, noch kein wirklich altes Flugzeug. Die vierstrahlige Konkurrenz aus dem Hause Airbus vom europäischen Flugzeugbauer, die kam da auch einfach nicht gegen an. Wir wissen alle, was draus geworden ist. Airbus verkaufte 131 A340-500 und A340-600. Das ist nicht wirklich wahnsinnig viel. Airbus stampfte das ganze A340-Projekt dann im Jahr 2011 ein. Und viele Fluggesellschaften haben mittlerweile unter anderem auch Lufthansa einige A340 schon wieder ausgemustert. Und Boeing verkaufte munter die 777-300ER, die erfolgreichste Variante der Boeing 777. Verkaufte mittlerweile über 800 Flugzeuge des Typs und baut die Maschine selbstverständlich auch heute noch, bevor es dann in naher Zukunft einen würdigen Nachfolger geben wird. Was wir bisher so ein bisschen außer Acht gelassen haben, ist das Thema ETOPS. Ist ja gerade für die 777, wenn sie denn jetzt so eine große Reichweite bieten kann, wirklich interessant. Gestern hatten wir da noch von einer 180-Minuten-Beschränkung gesprochen beim Thema ETOPS, Extended Twin Jet Operation. Jetzt mit den neuen 777 und unter anderem damit auch mit der 777-300ER ist ein ETOPS 330 Rating erzielt worden, also eine 330-Minuten-Grenze. Das reicht natürlich vollkommen aus, um ohne Einschränkungen alle gängigen Langstrecken fliegen zu können, genauso wie das auch mit einem Vierstrahl möglich ist. Ein höheres ETOPS-Rating gibt es, soweit ich weiß, nur beim Airbus A350. Das dürfte das einzige Flugzeug sein, das aktuell mit einem ETOPS 370-Rating unterwegs ist, also 370 Minuten mit nur einem Triebwerk. Das sind über 6 Stunden. So lange fliegt keiner mit einem Triebwerk, das ist auch nicht nötig auf der Welt. Wie gesagt, alle gängigen Langstrecken sind mit solchen Ratings über 300 Minuten auf jeden Fall möglich. Eine gern gestellte Frage, auch gestern von euch immer mal wieder in den Kommentaren gestellt, ist die Frage, wenn die 777 denn so modern ist und so leistungsfähig und so viel tolle Sachen kann, warum hat das Flugzeug dann keine Winglets? Haben die einfach vergessen oder was hat das für Gründe? Die klassischen Varianten, die wir gestern angesprochen haben von der 777, die sind tatsächlich nicht mit Winglets ausgestattet. Jetzt ab der 777-300ER gab es aber aerodynamische Verbesserungen an den Tragflächenenden, nicht in Form klassischer Winglets in dem Sinne, sondern in Form der sogenannten Raked Wingtips. Die findet man so auch bei der 747-8 und auch bei der Boeing 787 und die erfüllen selbstverständlich auch ihren Zweck, also Verbesserungen an den Tragflächenenden gibt es auch hier bei der 777. Ab dem Jahr 2005, also ein Jahr nach der Erstauslieferung der 777-300ER, baute Boeing dann mit ähnlichen Verbesserungen, also mit einer ähnlichen Strategie, die 777-200LR. Weil eine 200ER, Extended Range, gab es ja schon, also jetzt 200LR, Longer Range. Und ähnliche Verbesserung heißt in diesem Fall, man vergrößerte auch das maximale Abfluggewicht durch eine Kombination von verstärkter Struktur des Flugzeuges, wie auch bei der 777-300ER, in Kombination mit den stärkeren Triebwerken. Auch hier waren das jetzt exklusiv nur noch die GE90-Triebwerke von General Electric.
Dazu gab es die gleichen aerodynamischen Verbesserungen in Form der sogenannten Raked Wingtips und das zusätzliche maximale Abfluggewicht, das setzte man jetzt nicht um in Form von zusätzlichem Rumpf, also in Form von zusätzlichen Passagieren, sondern man tankte einfach mehr Sprit. Man nahm die letzten drei Compartments, die normalerweise für Fracht reserviert waren, nahm man raus, ersetzte diese durch einen Tank und konnte somit einfach mehr Treibstoff tanken. Insgesamt 181.000 Liter Kerosin passten jetzt in eine 777-200LR. Das sind knapp 65.000 Liter mehr, als noch in der 777-200, in der ersten Variante der 777 drin waren. Damit war es möglich, eine Reichweite vollbeladen von maximal 16.000 Kilometern zu erzielen. Das ist echt verdammt viel, je nachdem, was man dann noch am Boden stehen lässt, aus welchen Gründen auch immer, weil man gerne einfach noch mal ein bisschen weiterfliegen möchte, obwohl man performancetechnisch durch die sehr starken Triebwerke höchstwahrscheinlich an den meisten Flughäfen auch mit dem maximalen Abfluggewicht nicht wirklich limitiert ist. Wenn man dann noch ein bisschen was stehen lässt, dann lässt sich die Reichweite natürlich noch weiter erhöhen und so stellte man dann ebenfalls Ende 2005, also kurz nach Einführung des Flugzeuges, einen Weltrekord auf. Und zwar war Boeing mit der Maschine unterwegs. Ganze 21.602 Kilometer waren das, glaube ich, die man dann in 22 Stunden und 42 Minuten zurückgelegt hatte. Die Strecke, die man da zurückgelegt hatte, die ist verdammt lang. Damit ist man einmal um die halbe Welt geflogen. Und zwar von Hongkong, falsch rum quasi, nach London. Und das ist damit tatsächlich bis heute, ihr könnt im Guinness-Buch der Rekorde gucken, der Rekord für den längsten Nonstop-Flug eines Airliners, aufgestellt im Jahr 2005 mit der 777-200LR. Aber gut, aus dieser Maschine entwickelte man dann knapp 3 Jahre später nochmal den 777-Frachter. Denn viele Fluggesellschaften konnten diesen ja quasi Leistungsüberschuss gar nicht in Form von ewig langer Reichweite gebrauchen, sondern viele Frachtfluggesellschaften selbstverständlich wollten das an dieser Stelle umgewandelt haben in eine hohe maximale Payload, in eine hohe maximale Nutzlast. Dafür brachte man die besagte verstärkte Struktur der 777-200LR mit den Treibstofftanks der 777-300ER zusammen. Was dabei rauskam, war eine maximale Nutzlast von 102 Tonnen. Die konnte man jetzt über eine Reichweite von etwas mehr als 9000 Kilometern transportieren. Ist eine ganze Menge, mehr Reichweite ist dementsprechend dann möglich, wenn man die Fracht reduziert. Gut, das ist damit auf dem Niveau der 747-200, die Lufthansa beispielsweise einige Zeit als Frachter nutzte. Und es sind auch ganze 10 Tonnen mehr Payload als bei der MD-11, die ja auch bei der Lufthansa Cargo als Frachter aktuell noch unterwegs ist. Sie wird ja aber jetzt gerade aktuell Stück für Stück immer weiter durch die 777 als Frachter ersetzt. Bis heute baute der amerikanische Flugzeughersteller gut 1600 Maschinen vom Typ Boeing 777. Insgesamt bestellt wurden über 2030 Maschinen, da gibt es also noch ein bisschen was auszuliefern. Die Maschine ist tatsächlich sehr erfolgreich. Aber sie erwies sich dann nicht nur als sehr zuverlässiges und sehr leistungsfähiges Flugzeug, sondern auch als sehr sichere Maschine. Insgesamt gab es mit der Boeing 777 in all den Jahren 7 Totalverluste mit insgesamt 541 Todesopfern. Sehr eindrucksvoll, aber auch sehr beunruhigend war wohl der erste Absturz einer Boeing 777 im Jahr 2008. Das war eine Maschine der British Airways, die im Enternflug auf London Heathrow beide Triebwerke verlor. Also beide Triebwerke sind dort ausgefallen aufgrund eines fehlerhaft designten Bauteils im Rolls-Royce-Triebwerk. Das hat man dann im Nachhinein verbessert. Die Maschine segelte dort tatsächlich die letzten Meilen bis zum Flughafen London Heathrow. Man schaffte es bis zum Flughafengelände, aber nicht ganz bis zur Landebahn. Etwa 300 Meter vor der Schwelle setzte die Maschine dann oder schlug die Maschine im Gras des Flughafens auf. Verletzt wurden dort einige Leute, gestorben ist da zum Glück niemand. Dann gab es noch den Asiana Airlines Absturz an der 777 in San Francisco. Hier entstanden durch mehrere Pilotenfehler, die sich nachher aufsummierten zu einem wirklich eindrucksvollen und ebenfalls sehr beunruhigenden Absturz. Gestorben sind dabei 4 Leute. Und dann wollte ich noch schnell erwähnen den Verlust einer 777-300 der Emirates. Ist auch noch gar nicht so lange her, auch hier entstanden durch mehrere Pilotenfehler unter erschwerten Bedingungen. Ja, und jetzt haben wir 4 Todesopfer zusammengesammelt von den 541. Es bleiben 537 und diese sind zusammengekommen in wenigen Monaten an Bord zweier Malaysia Airlines Flugzeuge. Beide Vorfälle sind den meisten hier wahrscheinlich noch ganz gut im Kopf geblieben. Das eine ist MH370, die Maschine, die hat man bis heute nicht gefunden, verschollen seit dem Jahr 2014, eine 777-300. Und dann gab es noch eine weitere 777-200 von der Malaysia Airlines, die, wie gesagt, einige Monate später, etwa 4 Monate später, über der Ukraine abgeschossen wurde. Auch dort hat niemand überlebt. Und tatsächlich waren das die großen Abstürze mit der Boeing 777, die großen Totalverluste mit der 777. Es gab bis jetzt tatsächlich keinen einzigen Totalverlust mit Todesopfern mit einer Boeing 777, der auf ein großes Problem am Flugzeug zurückzuführen ist. Und das soll selbstverständlich auch genauso bleiben. Und so viel also erst einmal zu den aktuellen Varianten der Boeing 777. Mit diesem Flugzeug hat man sehr, sehr viel erreicht. Und mit diesem Flugzeug konnte man zumindest in den Versionen, die wir heute besprochen haben, auch wirklich zeigen, wie gut man mit einem 2-Strahler, 4-Strahler vom Markt verdrängen kann. Das ist auf der einen Seite natürlich irgendwie
irgendwo schade. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr, sehr spannend, das zu beobachten und was mittlerweile möglich ist. In der verbesserten Variante, in der 777X, wird das höchstwahrscheinlich genauso weitergehen. Die schauen wir uns aber nochmal in einem anderen Video an und damit soll es das für heute erst einmal gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe wie immer, dass ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren. Ein großes Dankeschön geht heute noch raus an Arno. Vielen lieben Dank an dich für deine tatkräftige und großzügige Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Damit hilfst du mir und dem Kanal sehr. Vielen lieben Dank dafür und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch allen, wie gesagt, einen guten Start in die neue Woche und dann bis morgen. Und tschüss.